Wenn wir so eine regelbasierte konjunktive Anfrage hernehmen, die hat ja die Form, wie Sie hier sehen. Also die linke Seite beschreibt das Ergebnis, also welche Attribute wir gerne hätten im Ergebnistupel. Und hier haben wir die einzelnen Relationen mit ihren Vektoren UI, die eben aus den Attributen und Parametern oder konstanten Bedingungen hier konfiguriert sind. Und was das bedeutet, diese Anfrage zu erfüllen, also zu berechnen, heißt, dass wir eine gültige Belegung hier auf der rechten Seite finden müssen. Das hatten wir zuvor schon gesehen. Das heißt aber, es ist nichts anderes zu sagen, äquivalent dazu, wir hätten gerne diese Ergebnisattribute, genau wie hier oben auch. Und Folgendes muss gelten. Es muss hier diese XI-Parameter geben, die in den UIs auftreten. Und diese Konjunktion, das heißt diese Verundung zwischen diesen einzelnen Relationen Ausdrücke, muss wahr sein. Das heißt im Prinzip nichts anderes als, dass die gültige Belegung oder eine gültige Belegung. So, wo kommen jetzt diese Xs her? Ich habe gesagt, das sind die, die in den Us auftreten. Das sind tatsächlich die, die in den Us auftreten, aber nicht alle, denn die hier vorne schon erwähnt werden, die müssen nicht nochmal hier als X erwähnt werden. Das heißt, diese X-Variablen sind die, die hier auftreten, also im Rumpf der Regel auftreten, aber nicht im Kopf, das heißt nicht hier unter diese E1 bis EM gehören. Das heißt, das ist eine äquivalente Umformung von dieser konjunktiv-regelbasierten in eine Schreibweise, die wir hier konjunktives Kalkül nennen. Also nochmal, es geht hier darum zu sehen, dass hier oben Ergebnisse drin sind, wenn hier die rechte Seite gültig ist. Und die ist genau dann gültig, wenn es eben Belegungen gibt von den Variablen xi, sodass dieser Ausdruck hier wahr wird. Und dann, das haben wir zuvor schon diskutiert im vergangenen Video, ist das eine gültige Belegung und würde dann hier oben diese Regel wahr machen, genauso wie hier unten das wahr wäre. Also sind diese Es im Ergebnis drin, genauso wie hier oben auch. Also das ist hoffentlich nicht schwer zu sehen, dass das eben gilt. Die Es sind die Ergebnisattribute und die X sind die eben, die es noch geben muss, damit hier diese Belegungen gültig sind oder passen. Ein paar Beispielanfragen. Wir haben hier die Anfrage nochmal, welche Bergmann-Filme in welchen Theatern spielen. Das heißt, wir haben hier den Theaternamen und die Adresse des Theaters von den Filmen, die Bergmann als Regisseur betreut hat. Wir können das so hinschreiben in den konjunktiv-regelbasierten und dementsprechend hier in diesem konjunktiven Kalkül. Wie machen wir das? Wir nehmen erst einmal hier diese beiden Attribute her, also Theatername und Adresse, genau wie hier oben auch. Das sind die beiden Attribute, die wir im Ergebnis haben möchten. Jetzt schauen wir uns den Rumpf an, hier oben, und sehen, welche von den Parametern, also welche von den X, TI und so weiter, noch nicht auf der linken Seite hier aufgetreten sind. Und diese müssen wir dann noch mit dem Existenzquantor belegen. Das heißt, hier unten würde man das so lesen: Wir hätten gerne Theater und Adresse. Für das gilt, also für diese beiden gilt, es existiert ein Film, also ein Titel, ein Filmschauspieler, eine Uhrzeit und eine Telefonnummer, sodass dieser Ausdruck hier wahr ist. Also diese Konjunktion. Und diese Konjunktion ist eben genau das, was hier oben in den Konjunktiven eine gültige Belegung war. Hier sehen Sie auch, warum das Konjunktiv heißt. Konjunktivregelbasierte, das sind ja hier Und-Verknüpfungen. So würde man das also umformen, generisch. Das Ganze kann man formal definieren. Wir nehmen ein Datenbankschema her, also eine Menge von Relationen, RI. Und dann ist eine Formel im konjunktiven Kalkül, also diese Schreibweise, die wir gerade kennengelernt haben,
mit den Variablen, die wir im Ergebnis haben möchten, und dann diese Bedingung mit dem Existenzquantor oder mehreren und diesem konjunktiven Ausdruck hier hinten, die hat dann folgende Form. Der Ausdruck hier hinten hat die Form entweder ganz einfach nur eine Relation mit diesem Vektor ui für die Relation ri, oder es ist komplexer und es ist eine Konjunktion von Formeln. Und diese Formeln haben eben dann wieder diesen Ausdruck hier. Ja, also das heißt, wir haben einfach nur eine Konjunktion oder eben einzelne. Und wichtig ist, dass es so ein Existenzquantum geben muss für eine Variable x, die eben in dieser Formel phi auftaucht. Ja. Um das komplett zu definieren und korrekt zu definieren, brauchen wir noch das Konzept von freien Variablen. Das kennen Sie vielleicht schon aus der Logik, falls Sie die gehört haben. Falls nicht, ist es nicht schlimm. Wir definieren das kurz. Wenn ich so eine Formel habe, also entweder einfach nur so eine Relation mit so einem Vektor mit ui, also mit Einträgen, oder so eine Konjunktion oder Verbindung davon, also mehrere Konjunktionen über diese Relationen, das ist also dieses Phi, dann heißt die Variable x, dass sie frei ist in dieser Formel Phi, falls Folgendes gilt. Dieses Phi ist ein Atom, also der Form Relation von ui, und das ui ist ein Vektor, das heißt, man hat eigentlich, um es mal auszuschreiben, man hat dieses ri und dann da innen drin stehen irgendwelche x-Werte. Xi, nicht unbedingt i, xj und xm und xn und so weiter. Ja? Weil das wäre das u, um das nochmal hinzuschreiben. Also, wenn ich so eine einfache Formel habe, also als Beispiel mal R7 und sowas wie ABC anstelle von x, dann wäre jetzt A, B und auch C eine freie Variable in dieser Formel. Ja. Wenn ich eine Konjunktion habe zwischen zwei Formeln, diese Formeln heißen hier Phi und Xi, dann ist x eine freie Variable in dieser großen Formel, wenn es entweder in Phi oder in Xi frei ist. Also nicht entweder oder, sondern einfach nur oder. Das spielt hier keine, sollte keine Rolle spielen. Aber Entschuldigung, ist egal. Sollte einfach nur oder sein. Nicht entweder oder. Wenn ich einen Existenzquantor habe, der hier die Variable y quantifiziert für diese Formel Phi und x und y sind verschieden, dann ist x auch frei in dieser Formel, falls x in dem Phi frei ist. Also eine Definition. Und falls x nicht frei ist, nennen wir die Variable gebunden. So, also Anfrage im konjunktiven Kalkül haben diese Form. Dieses Phi ist die Formel, die wir zuvor definiert haben, Formel des konjunktiven Kalküls. Diese E sind die Variablen und die müssen identisch zu der Menge der freien Variablen in Phi sein. Wir können das folgende Theorem angeben, das regelbasierte konjunktive Anfragen und Anfragen im konjunktiven Kalkül äquivalent sind. Das ist nicht schwierig zu sehen, wenn man sich betrachtet auf ein paar Folien zurück, wie wir diese Transformation von den konjunktiv regelbasierten in dieses Kalkül gemacht haben, was es bedeutet, eine gültige Belegung zu haben in den konjunktiv regelbasierten und eben versteht, wie hier die Formeln aufgebaut sind. Einfach nur Konjunktionen und die freien Variablen sind gebunden durch hier die linke Seite, also das wäre der Kopf von den konjunktiv regelbasierten und die Variablen, die noch übrig bleiben im Rumpf, also in diesem Phi, in der Formel, die werden mit dem Existenzquantor noch gebunden.
Das nennt man Anfragen im konjunktiven Kalkül. Nochmal zurück zu den konjunktivregelbasierten. Wir hatten ja gesehen, dass wir hier den Regisseur Bergmann so als Konstante in dieser Movie-Relation festgeschrieben haben. Wir könnten aber auch hingehen und sagen, wir nehmen eine Variable xd, d für Director, also Regisseur, und geben der im Anschluss erst, also hinter dieser Relationsdefinition oder Verwendung, dann einen festen Wert Bergmann. Ob man das so schreibt oder so schreibt, ist vollkommen egal. Die beiden Anfragen sind identisch. Und jetzt kann man hingehen und noch andere Dinge zulassen, zum Beispiel Vergleichsoperatoren. Man könnte sagen, ich hätte gerne alle Matrikelnummern von Studierenden, wobei diese Variable XSE, die für das Semester steht, größer gleich 12 sein muss. So könnte man das auch schreiben. Also könnte man das schreiben. Natürlich, wenn man sowas zulässt, dann ändert man auch die Mächtigkeit, das heißt die Ausdrucksstärke von dieser Anfragemöglichkeit, die wir haben. Jetzt können Sie sich überlegen, das habe ich zuvor schon ein bisschen motiviert, im letzten Video denke ich, wenn ich so eine Anfrage habe, und das kann jetzt eine konjunktivregelbasierte sein oder auch eine in der relationalen Algebra, die wir noch kennenlernen werden, oder in den Kalkülen, dann wird das Ergebnis der Anfrage auch wieder aufgefasst als eine neue Relation. Und auf dieser Relation kann man dann wieder weitere Anfragen ausdrücken. Das nennt man konjunktives Anfrageprogramm. Hat folgende Form. Wir haben hier den Rumpf, also die rechte Seite, die hier Body genannt wird. Dann haben wir hier die linke Seite, den Kopf. Und dieses S1 ist eben auch wieder eine Relation. Die besteht aus den Attributen, die hier in U1 festgelegt werden. Natürlich müssen die ja hier auftreten und das muss auch eine gültige Belegung sein und so weiter und so fort. Aber das hier ist eine Relation. Die darf hier natürlich in der nächsten Formel auftreten und liefert dann zusammen mit den ursprünglichen Relationen diese Relation hier ist auch wieder eine Relation und so weiter und so fort. Das heißt, wir können Sequenzen haben von diesen Anfragen und das nennt man Anfrageprogramm. Wir würden jetzt sagen, dass wir Rekursionen nicht zulassen, um das Ganze einfach zu halten. Ja, also das ist verwandt mit der, oder beziehungsweise nicht verwandt, das ist dann entsprechend der Folie, wo wir intentionale und extensionale Relationen benannt haben. Also die in der Datenbank echt drin vorkommen und die Relationen, die wir durch Anfragen neu definiert haben. Hier ist ein kleines Beispiel für solch ein Programm. Wir haben Relationen Q und R gegeben. Im ersten Schritt würden wir eine Relation S1 berechnen. Wenn man genau hinschaut, also Q und R sind hier gegeben und das hier sind die einzelnen berechneten Anfrageergebnisse. Das heißt, wir gucken uns Q und R mal an. Wir haben hier X und Y-Variablen hier oben zugewiesen. Und sagen, dass der erste Eintrag von R gleich dem Y entsprechen muss, der zweite Eintrag soll dem Z entsprechen und den dritten Eintrag nennen wir W. Das heißt, man macht hier eine Verknüpfung zwischen dem zweiten Eintrag von Q und dem ersten Eintrag von R. Das heißt, wir schauen hier an, welche Attribute übereinstimmen. Das passt natürlich nicht. Aber wir haben diese Übereinstimmung und diese Übereinstimmung und auch noch diese Übereinstimmung. Und von diesen Übereinstimmungen nehmen wir dann welche Attribute heraus? Wir nehmen x
Das ist einfach. Das ist in dem Fall die 1, die 2 und die 2. Und dazu nehmen wir noch z heraus, wie hier angegeben. Und wo steht z? Ja, das ist hier. Dass wir nehmen uns noch von den entsprechenden Tupeln die z-Werte. Und jetzt müssen wir aufpassen, denn das ist nicht jetzt einfach nur, wenn wir nochmal die x-Werte hinschreiben, also 1, 2, 2 ist x, jetzt die z-Werte rausgreifen wollen, das ist eben nicht einfach nur hier 1, 3, 1, das wäre falsch, sondern man muss eben schauen, wo die dazugehörigen Tupel sind. Also für dieses Tupel hier wäre ja das hier die Verbindung. Das heißt, wir würden dieses z hier nehmen, also die 3. Für das zweite Tupel hier in der Relation Q, also dieses hier, gehen wir ja diesen Weg hier. Das heißt, das hier ist das Tupel, das mit diesem hier verbunden werden soll. Das heißt, wir nehmen diese 1. Jetzt im dritten Tupel sind wir hier bei der 2. Also wir nehmen die 2, klar. Wo ist denn das Tupel aus der Relation R, das hier dazugehört? Naja, das ist das hier. Ja, nochmal das hier. Das heißt, wir nehmen uns auch hier für den z-Wert die 3. Das heißt, das hier ist unser Ergebnis. Das sehen Sie hier auch. Die Rechnung hat also gepasst mit dem, was auf der Folie steht. Das ist ja schon mal gut. Genauso wird diese Berechnung weitergeführt. Jetzt haben wir, wird natürlich ein bisschen komplexer, jetzt haben wir hier dieses S1 und wir gehen jetzt einfach davon aus, dass es eine Relation ist. Dass das vorher auch mal eine Anfrage war, ist jetzt nicht mehr wichtig. Das ist eine Relation mit der ersten Spalte und der zweiten Spalte. Und wir gehen jetzt her und berechnen uns S2. Ja. In S2 möchten wir 3 Attribute haben, also x, y und z. Wir sehen hier, dass das erste wird hier x genannt oder mit x belegt, um genauer zu sein, und das zweite wird w belegt. Dann nehmen wir uns nochmal die Relation R her, also wir räumen hier mal ein bisschen auf, um das besser sehen zu können. Nehmen die Relation R her, belegen den ersten mit W, wie hier angegeben, den zweiten mit Y und den dritten mit V, dritten Eintrag mit V. Und hierbei wird nochmal S1 benutzt, wo in dem der erste Eintrag mit V belegt wird und der zweite mit Z belegt wird. So, wo kommt V noch vor? Genau hier. Diese beiden werden also verknüpft. Und Z ist hier nicht weiter gebunden. Z soll ja auch im Ergebnis dann erscheinen. Das heißt, es muss nicht hier noch irgendwie unbedingt weiter verbunden werden mit anderen Relationen. Das heißt, wir gehen jetzt her und versuchen das zu berechnen. Wir sehen hier, wir beginnen mit x gleich 1. X ist erstmal egal, das spielt keine Rolle. Wir sehen dann, dass w gleich 3 ist. Und dieses w sollte diesem hier entsprechen. Das heißt, wir würden dieses Tupel herausgreifen. Ja, weil diese 3 eben dieser 3 entspricht. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt gucken wir uns das V an hier. Das ist ja die 2. Und diese 2 von dem V muss eben dem ersten Wert von nochmal der Relation S1 entsprechen. Das heißt, wir haben hier die 2 und auch hier. Nehmen wir mal die erste 2. Das heißt, wir haben dieses Tupel mit diesem Tupel verknüpft und dieses Tupel hier mit diesem Tupel. Sehen Sie das? Wir haben jetzt 3 Tupel. Ein Tupel hierfür, ein Tupel dafür und ein Tupel hierfür. Ja. Um mal die Farben hinzubekommen, das ist das Tupel hier unten.
Dann haben wir das rote, das orangefarbene und das pinke. Okay, diese Verknüpfung haben wir jetzt so berechnet. Was sind jetzt die Ergebnistupel? Die Ergebnistupel sind, wir wollen x haben, y und z. Wo steht x? Das hier, 1. Wo steht y? 1. Und wo ist das z? Hier hinten das z. Das ist hier. Das heißt, wir haben 1, 1, 1. Das ist das erste Ergebnis für dieses S2. Und das ist eben genau entsprechend diesem hier. Also wir haben schon die Lösung da stehen, aber das ist eben der Rechenweg, den man macht. Jetzt haben wir gerade gesehen, ich lösche mal das Pinkfarbene hier und das Pinkfarbene. Wir haben gesehen, dass es ja nicht nur diese zwei hier gab, sondern auch diese zwei. Das heißt, wir lassen mal das türkisfarbene Rechteck und das orangefarbene Rechteck da, wo es ist, würden aber jetzt hier dieses Grüne dazu nehmen. Das heißt, wir würden durch diese zwei und diese zwei die beiden nehmen. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Situation. Das heißt, dieses x und y bleiben gleich, also 1 und 1. Und jetzt ist die Frage, was nehmen wir für z? Z ist ja der Eintrag hier. Welchen Wert nehmen wir da? Naja, wir schauen nach in der grünen Box in der zweiten Position, sehen die 3, das heißt, wir haben die 3. Ja? Diesen Eintrag. Und so weiter und so fort. Das heißt, in der Berechnung ist es immer wichtig, sich anzuschauen, was sind die einzelnen Bestandteile, also in dem Fall diese S1R und S1 nochmal. Das bedeutet, wir machen einen Verbund, einen Join zwischen diesen drei Relationen. Natürlich sind zwei Relationen identisch, aber für die Suche nach geeigneten Tupel spielt das keine Rolle, ob die identisch sind. Wir müssen trotzdem hingehen und diese Tupel betrachten. Diese Tupel habe ich markiert durch diese Rechtecke, also in dem Fall das türkisfarbene nochmal, das orangefarbene, das grüne. Und wenn wir diese zusammenpassenden Rechtecke gefunden haben, dann gehen wir her und picken uns die Attribute raus, die hier erwähnt werden. Also in dem Fall war das x, y und z. So wird das berechnet. Und natürlich im dritten Schritt kann man hergehen und das Ganze noch für S3 eben berechnen, was dann S2 benutzt und Q, aber die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Und natürlich, wenn man jetzt hier irgendwo noch Kriterien drin hätte, wie dass beispielsweise hier eine 2 stehen würde, also dass man hier die Variablen nicht benutzt, sondern Konstanten hier und da, zum Beispiel wie Bergmann in den Beispielen zuvor, dann würde man eben aus dieser R-Relation alles das für die Berechnung von S1 rauswerfen, was nicht 2 entspricht. Das heißt, man würde alle diese Tupel löschen und hätte dann in R einfach nur noch dieses eine Tupel übrig. Was natürlich die Berechnung einfacher macht, jetzt für uns natürlich auch die Anfrage ändert. Das heißt, es kommt immer darauf an, ob man solche Einschränkungen hat in der Anfrage oder nicht. In dem Fall hatten wir sie nicht hier auf der Folie. Das heißt, wir hatten einfach nur die Berechnung von diesem Verbund, diesem Join von Relationen, basierend auf dieser Wiederverwendung von diesen Parametern x und so weiter. Wir könnten natürlich auch hergehen und das Programm ein bisschen einfacher machen. Also einfacher machen nicht unbedingt, aber wir könnten hergehen und das Ganze zusammenfassen, indem wir hier die ersten beiden Zeilen aus dem Programm einfach nur in eine Zeile schreiben. Ja, also wir haben die ersten beiden Zeilen hier. Wir sehen, was die Definition ist von S1 und würden die dann in geeigneter Form eben in diese Definition von S2 einfügen. Da würde man so einen riesigen Ausdruck bekommen. Hier bei solchen komplexeren Ausdrücken macht es oft Sinn für uns, zumindest wenn wir das aufschreiben wollen, hier mit Gleichheitsoperatoren zu arbeiten. Das heißt, man würde nicht die einzelnen Variablen gleich nennen und wiederverwenden, sondern man würde verschiedene Variablen nehmen,
solche gemacht wurde und dann eben diese Gleichheit am Ende nochmal dranfügen, was die Lesbarkeit natürlich hier enorm verbessert. Ja. Ohne Gleichheitsoperatoren kann man das auch ausdrücken, allerdings muss man hier dann darauf achten, wo dann die gemeinsamen Variablen stehen und also dieser Schritt von hier nach da ist mit den Gleichheitsoperatoren meiner Meinung nach einfacher hinzuschreiben als ohne. Aber man soll beides mal ausprobiert haben, natürlich. Was wir gemacht haben gerade, war einfach nur Relationen zu definieren durch Anfragen. Also Anfragen sind eigentlich auch nur Relationen. Die waren zwar nicht ursprünglich in der Datenbank drin, sind aber dennoch zu behandeln wie Relationen. Das hat eine konkrete Anwendung, nennt sich Sichten oder im Englischen Views, denn man kann Relationen definieren auf bestehenden Relationen, die gewisse Informationen beschreiben. Zum Beispiel kann man hergehen, sich diese Movie-Relation anschauen, wo alle möglichen Filme drinstehen und dann eine Relation angeben, wo alle Filme von Marilyn Monroe drinstehen. Wie kann man das machen? Naja, wir schreiben eine Anfrage, die alle Filme von oder alle Filme berechnet, also alle Tupel aus der Movie-Relation, wo Monroe die Filmschauspielerin war. Diese Relation, also dieses Ergebnis dieser Anfrage, nennen wir jetzt Marilyn. Und Marilyn, die Relation, hat ein Attribut, nämlich der Titel des Films. Und da stecken jetzt alle Filmtitel drin, wo Marilyn Monroe oder Monroe mitgespielt hat. Dementsprechend können wir auch hingehen und sagen, wir hätten gerne die Informationen von einem bestimmten Theater aus Paris, Le Champeau. Das heißt, wir nehmen uns diese Zeitung her, die sagt, welche Filme da gespielt werden. Wir nehmen uns auch den Ort des Theaters her, also die Kontaktinformationen und würden uns jetzt hier eine Relation definieren, Champeau, Info, wo eben nur für dieses Theater die Informationen gegeben sind. Ja. Das heißt, was da gespielt wird, welcher Film, die Uhrzeit und auch die Telefonnummer des Theaters. Und dann kann man hingehen und diese auch benutzen, diese beiden Relationen, als wären das ganz normale Relationen, weil es sind ja Relationen, obwohl es eigentlich Anfragen waren zuvor. Ja. Und können fragen, welche Titeln von Filmen, in denen Marilyn Monroe mitgespielt hat, werden im Le Champeau um 21 Uhr gespielt. Und das ist einfach, wir wissen, wie wir das zu berechnen haben. Wir brauchen erst einmal den Titel, den bekommen wir aus dieser Marilyn-Relation. Den müssen wir hiermit verknüpfen, das durch die Wiederverwendung der Variablen xt. Wir möchten 21 Uhr haben. Das Le Champeau brauchen wir nicht nochmal abzufragen, weil das steht nämlich hier schon drin. Und wir benutzen ja hier die Relation Champeau-Info. Das heißt, wir reden nur über die Tupel ohnehin, die zu diesem Theater gehören. Ja? So können wir das also benutzen. Jetzt ist aber der Punkt, dass wenn man die Datenbank betrachtet und so eine Sicht anlegt, das heißt, man definiert hier die Relationen, dann ist im ersten oder im Standardfall wäre diese Relation nicht wirklich da, sondern diese Relation wäre nur definiert durch so eine Art Makro, also eine Beschreibung, wie diese Relation zu berechnen ist, aber ohne die Tupel wirklich abzuspeichern. Das heißt, diese Sichten sind nur virtuell und nicht materialisiert. Also wenn wir diese Anfrage hier ausführen würden, dann würde im Hintergrund doch auf die ursprünglichen Relationen zurückgegriffen, aber natürlich die Definition von den Sichten, dass wir nur Monroe-Filme wollen und dass wir nur von Le Champeau reden, die werden natürlich hier unten eingesetzt. Das ist nämlich notwendig, ansonsten würden wir ja beim Ausführen von dieser Anfrage Dinge bekommen, die wir gar nicht möchten. Das heißt, wenn ich diese Marilyn-Relationen nochmal benutze, dann muss ich natürlich diese Definition mit benutzen. Ja? Das heißt, wir reden zwar hier unten wieder über die ursprünglichen Relationen, aber die einzelnen Bestandteile werden natürlich aus der Definition von den Sichten übernommen.
Alternativ könnte man das auch folgendermaßen ausdrücken durch dieses konjunktive Kalkül. Ja, ich denke, das ist recht klar, warum man das so schreiben kann. Das sind ja nur die einzelnen sehr einfachen Definitionen gewesen der Sichten und jetzt eben nicht mehr im konjunktiven regelbasierten Kalkül, sondern hier im konjunktiven Kalkül. Und das haben wir ja schon gesehen, wie man das umformt, indem man hier natürlich die Monroe wieder belegt, dann den Titel, den wir haben möchten, als Ergebnisattribut hier angibt und dann eben nochmal den Director, also den Regisseur, hier nochmal mit dem Existenzquantor belegt. Ähnlich auch für Shampoo-Info. Wir haben natürlich hier einen Verbund zwischen zwei Relationen, aber auch das wird durch eben diese Konjunktion und die Wiederbelegung dieser einzelnen Angaben. In dem Fall ist es ja hier dieses Theater, wo wir die Adresse und die Telefonnummer herhaben wollen, eben dieser Verbund ausgeführt. Und am Ende die Anfrage, das Ergebnis, wird eben dann hier angegeben unter Verwendung dieser beiden Views, die wir oben definiert haben. Also hier. Das sieht alles auf den ersten Blick komplex aus, da ist viel Notation drin und so weiter, aber ich hoffe, durch diese Berechnung. Beispiele sehen wir, dass das eigentlich sehr einfache Anfragen sind. Es geht hier immer nur darum, die Relationen zu betrachten und dann zu schauen, durch diese Kriterien, Wiederverwendung von Variablen, welche Tupel von dieser Seite und dieser Seite zusammenpassen, welche Kriterien, also zum Beispiel Shampoo oder Monroe, angelegt werden und welche von diesen, wenn ich denn so ein Match gemacht habe zwischen diesen beiden oder wenn ich noch eine andere Tabelle hinzunehme, habe ich hier noch einen Tupel und habe so eine Sequenz, also so eine Zusammenführung von diesen drei Tupeln. Wenn denn das diesen Bedingungen genügt, dann muss ich einfach noch hergehen und sagen, welche Attribute möchte ich überhaupt im Ergebnis haben. Zum Beispiel das hier, dieses hier und dieses hier. Und habe dann ein Ergebnis aus drei Attributen und das Ergebnis wird natürlich dann in meine Ergebnisrelation eingefügt oder betrachtet, als wenn das in der Relation drin wäre. Also eigentlich geht es nur um dieses Verständnis von diesem Ablauf mit verschiedenen Möglichkeiten, das auszudrücken durch konjunktiv regelbasierte Anfragen oder eben durch diese Kalküle, die ja äquivalent sind, wie wir gesehen haben.